Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Comicsammlung. Diesmal mit dabei habe ich wieder ein paar Titel aus meiner Comicsammlung, in dem Fall aus diesem Regalfach. Und ich denke mal, wir werden noch dieses und das nächste Video brauchen, bis wir mit diesem Fach fertig sind und zusammen auf das nächste Fach stürzen werden. Ich denke mal auch, dass ich auch danach ein etwas kleineres Fach nehmen werde, dass wir dann auch mal so zwischendurch ein ganzes Fach in eine Folge reinbekommen. Aber das ist wiederum ein anderes Thema, auf das wir uns dann wiederum in 2 bis 3 Folgen gemeinsam stürzen werden. Wie gesagt, vor mir auf dem Tisch einige tolle Titel am liegen und ich denke mal, wir fangen an mit einem Helden, von denen ich abgesehen davon nichts anderes an Solobänden in der Comicsammlung stehen habe, und zwar ist die Rede vom Dead Lightning. Dead Lightning ist mir immer ein Begriff gewesen, allerdings hatte ich in meiner ganzen Comicsammlung bis zu diesem Band eigentlich nur so 1, 2 Stories, in denen er eine wichtige Rolle gespielt hat, aber das war es dann tatsächlich auch mit Dead Lightning und ich konnte mich nicht weiter mit der Figur auseinandersetzen. Dann kam es, wie es kommen muss, Netflix hat eine Dead Lightning Serie veröffentlicht, ich habe mir davon die erste Folge angeguckt, bin nicht so hundertprozentig damit warm geworden, habe aber dann gleichzeitig in der Panini-Vorschau gesehen, dass Panini die aktuelle Miniserie in einem Trade im deutschsprachigen Raum veröffentlicht, wo ich mir direkt einen riesigen Ast abgefreut habe und mir dachte, cool, dann kommt mal wieder ein Band von einem Charakter nach Deutschland, der vielleicht ansonsten keine Solo-Veröffentlichung bekommen hätte, und ich habe ein Band von einem Charakter bei mir in der Sammlung stehen, sodass meine ganze Sammlung wieder ein Stückchen weiter ergänzt wird, weil ich habe es, glaube ich, schon mal in einem meiner anderen Videos erwähnt, mein Ziel ist es eigentlich so, von jedem Charakter, von dem es irgendeine Solo-Geschichte gibt, eine Solo-Geschichte in der Sammlung zu haben, sodass man so eine komplette schöne Übersicht hat über das, was bei Marvel und DC so in den letzten Jahrzehnten rausgekommen ist, aber bis ich da hinkomme, dauert es noch ein bisschen und das ist ein anderes Thema. Die Serie wiederum, die jetzt hier veröffentlicht wurde, ist absolut kein Must-Read, ist aber eine Serie, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, und wer Bock hat, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, wer Black Lightning ist und da mal was Solomäßiges auf Deutsch zu lesen, sollte definitiv bei diesem Band zugreifen. Jeder, der jetzt ein absolutes Must-Read erwartet, ist allerdings dann wahrscheinlich nach dem Lesen ein bisschen enttäuscht, weil es halt, ich würde sagen, so eine 7 bis 8 von 10 ist, aber es gibt definitiv stärkere Serien, ist aber trotzdem eine Sache, die man sich definitiv mal angucken konnte. Ich würde sagen, in die gleiche Kategorie der Deepness oder besser gesagt der Gutheit, das Wort gibt's nicht, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Also fast genauso gut, aber trotz dessen kein Must-Read, war da an der Stelle Rocket, der große Coup. Das ganze Ding ist recht witzig aufgebaut, mit Rocket Raccoon in der Hauptrolle drin, der da so ein Ocean's 11-Ding abzieht und sich dafür eine richtig coole Crew zusammenstellt. Sprich, seichte Unterhaltung mit ein paar Lachern, die mich wirklich zum Lachen gebracht haben, weswegen das Ding auch bei mir hängen geblieben ist und auch in der Sammlung drin bleibt. Auch kein Must-Read, ist aber eine Sache, die man sich definitiv mal angucken kann, aber wie gesagt, nicht unbedingt angucken muss. In die gleiche Kategorie, ihr merkt euch schon, wir haben alles so etwas lowere Titel am Anfang des Videos, die man aber trotz dessen gelesen haben kann, habe ich dann direkt den nächsten Titel, der in die gleiche Kategorie fällt, und zwar ist das in dem Fall Guardians of the Galaxy, die Jagd auf Thanos. Das hier ist die Vorgeschichte zu den Telltale Games, deswegen ich mir das ganze Ding auch reingezogen habe, weil ich bin großer Guardians of the Galaxy Fan und dachte mir, okay, wenn das ja vor den Telltale Games spielt, muss ich die Telltale Games nicht unbedingt dafür gezockt haben und kann das Ding einfach so als losgelösten Band lesen. Ich muss sagen, das Ganze hat so halb gut funktioniert. Die Story hat mir wirklich Spaß gemacht, allerdings wird mir mit so einem Ende zurückgelassen, was er nur so hypocritisch zurücklässt, weswegen man im besten Fall dann tatsächlich die Telltale Games weiterzocken sollte, damit man weiß, wie es weitergeht. Allerdings bin ich mit den Games nicht so wirklich warm geworden. Es gab irgendwann mal die erste Episode als kostenlosen Download für die Xbox und noch nicht mal die erste Episode habe ich durchgespielt, weswegen das Ding einfach so losgelöst in der Sammlung drin bleibt, weil ich halt großer Guardians of the Galaxy Fan bin. Wenn ich nicht so ein großer Guardians Fan wäre, wäre das Ding wahrscheinlich schon längst wieder aus der Sammlung rausgeflogen und ich hätte es mit irgendeinem getauscht, aber wie gesagt, als harter Guardians Fan bleibt das Ding natürlich hier liegen. Als nächstes liegt hier ein Band, der in Deutschland so ein bisschen als Mogelpacken der hergekommen ist. Und zwar ist die Rede von der Miniserie Groot im englischsprachigen Raum. Und in Deutschland wurde das ganze Ding dann unter Rocket Raccoon und Groot veröffentlicht, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Serie gestartet hat, Rocket Raccoon im deutschsprachigen Raum ein bisschen bekannter gewesen ist als Groot. Ich würde sagen, heutzutage wird man das Ding wahrscheinlich als Groot-Serie auf den Markt bringen, weil Groot mittlerweile populärer ist als Rocket Raccoon. Ihr könnt hier gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze seht. Mir persönlich hat die Serie auch wirklich viel Spaß gemacht und sagt von der ersten bis zur letzten Seite unterhalten, hat es aber nicht dafür ausgereicht, dass ich mir die danach gestartete Miniserie geholt habe, die, glaube ich, auch mit 1 oder 2 Bänden abgeschlossen ist, war eine der ersten Sachen aus den Guardians vielen, die ich dann weggelassen habe, was halt daran lag, dass nach dem sehr starken Startpunkt der Guardians irgendwie alles gut gewesen ist, was ich da gelesen habe, und nach der Weile ist ja meistens so bei Heldengruppen, die so gehypt werden wie die Guardians, hat sich halt nach der Zeit herauskristallisiert, dass auch einiges erscheint, was man nicht unbedingt gelesen haben muss, weswegen der ganze Anfang
davon jetzt irgendwie gefühlt mit Serien gefüllt gewesen sind, die ganz gut waren, die aber nicht absolute Must-Reads gewesen sind. Aber das ist an der Stelle die perfekte Überleitung, weil der nächste Titel, den ich hier liegen habe, ist ein absoluter Must-Read. Und zwar ist das an der Stelle die Geschichte des Flash, ist damals bei Dino Comics erschienen und ich glaube, soweit ich weiß, ist das auch das einzige deutsche Printing, was es davon gibt. Falls das ganze Ding nochmal von Panini gereprintet wurde, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Kann aber mit daran liegen, dass das Ding halt am besten funktioniert hat zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen ist. Iris West hat da quasi ein Buch geschrieben, was jetzt von Panini oder besser gesagt von Dino Verlag damals dann so auf Deutsch in Trade veröffentlicht wurde und sie lässt Revue passieren, was Flash über sein ganzes Leben passiert ist und das richtig schön geschrieben. Vor allem aus der Sicht von Iris West wurde man dann geschildert bekommt, wie die ganzen Geschehnisse aus ihrer Sicht gewesen sind und des Weiteren hat der Band noch erzählt, was die nächsten 10, 20 Jahre bei Flash passieren wird und das ist dann auch tatsächlich so eingetreten. Sprich, das Ding ist erschienen, so in der Mitte von der Flash-Geschichte, hat erzählt alles, was davor passiert ist und alles, was danach passiert ist und alle Autoren haben sich an diesem Masterplan gehalten, weswegen das zu dem Zeitpunkt in den 90ern unglaublich gut funktioniert hat. Wenn man das ganze Ding heutzutage liest, liest man quasi so den Backflash der 90er und kann alles lesen, was derzeit passiert ist, auch sehr gut geschildert, wie gesagt, aus der Sicht von Iris West. Und das Ding ist mehr ein Buch wie ein Comic und ist einer der Schätze meiner Comicsammlung, kann man tatsächlich so sagen. Ist kein Comic, was hoch gehandelt wird. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ihr das auf der einen oder anderen Messe für 1 bis 2 Euro bekommt. Und wenn ihr das seht, schlagt einfach zu, wenn ihr Flash-Fans seid, weil das Ding ist eine absolute Leseempfehlung. Eine andere Sache, die jetzt wieder so in die lower Richtung geht, ist an der Stelle Ich, der Vampir, Band Nummer 1, I, Vampire im Englischen. Hätte ich damals schön gefunden, wenn Panini das ganze Ding unter dem Titel I, Vampire rausgebracht hätte. Und das war eine recht kurzlebige Serie unter den New 52. Einer der 52 Heftserien, die zu dem Zeitpunkt gestartet wurden. Und die wurde nach 3 Trades, also sprich so circa 16 bis 18 Heften eingestellt, weil die Serie halt wirklich nicht gut gewesen ist. Serentino hat das ganze Ding gezeichnet und eigentlich steht der Serentino für absolute Ausnahmezeichnungen und der ist auch ein absoluter Ausnahmekünstler. Bloß bei diesem Ding hat er absolutes Mittelmaß abgerockt und ich würde sagen, das Ding landet direkt nach diesem Video auf den Tauschstapel. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das in meiner Sammlung ist und da ich eh noch ein paar Comics tauschen wollte, landet das jetzt wieder auf den Stapel von Sachen, die nicht bei mir in der Sammlung sind. Das Lustige ist ja, dass ich in einem meiner letzten Videos gesagt habe, dass ich verwundert bin, wie viele gute Titel in diesem einen Regalfach sind, aber ihr merkt schon, desto tiefer wir in dieses Fach kommen, merken wir, dass da ein paar Titel dabei sind, die nicht ganz so gut gewesen sind. Ein Titel, der für mich überraschend gut gewesen ist, ist dann wiederum dieser Band hier gewesen, Batman, Superman und Wonder Woman Spezial, was zu Zeiten des DC Rebirths rausgekommen ist, aber eigentlich noch während des New 52 spielt. Ist so ein abgeschlossener Band, den man gelesen haben kann, aber nicht muss, der mir aber persönlich Spaß gemacht hat und wenn ihr das Ding mal irgendwo günstig für die Hälfte des Coverpreises sehen solltet, könnt ihr da bedenkenlos zugreifen. Zu guter Letzt habe ich noch eine absolute Lieblingsserie aus meiner kompletten Sammlung hier auf dem Tisch liegen und zwar ist die Rede von der Miniserie, die in Deutschland nochmal 4 Trades gereprintet wurde im Jahre 2015 von Panini und zwar ist die Rede von der 2008er Guardians of the Galaxy Serie, die in den ersten Print im deutschsprachigen Raum innerhalb des Annihilations Event veröffentlicht wurde, aber nachdem dann die Guardians of the Galaxy durch den Kinofilm und durch die Bandeserie so durch die Decke gegangen sind, hat sich dann Panini halt 2015 dazu entschieden, die Modernisierung der Guardians of the Galaxy dann auch nochmal komplett als eigenständige Miniserie im deutschsprachigen Raum zu veröffentlichen, was für mich eine große Freude gewesen ist, weil die Annihilation-Saga unglaublich schwer zu bekommen ist und wenn man die Bände mal sieht, werden sie unglaublich hoch gehandelt und da ich eh persönlich für mich persönlich nur die Guardians of the Galaxy als essentiell wichtig ansehe, der Rest würde ich zwar auch gerne lesen, aber so das Herzstück für mich wäre dann da tatsächlich die Guardians gewesen und mehr hat es mich dann halt gefreut, dass das nochmal einzeln ausgegliedert als diese Trade-Serie veröffentlicht wurde und als ich das ganze Ding dann um die Ohren geballert bekommen habe innerhalb dieser 4 Trades, war mir dann auch direkt klar, warum die Guardians of the Galaxy nach diesem Run dann so beliebt geworden sind, zu Kinofilm gekommen sind, mit Bendis eine eigene abgefeilte Serie bekommen haben, wo es dann auch direkt noch eine Team-Up-Serie gab. Drax hat eine eigene Serie bekommen, Rocket Raccoon hat eine Serie bekommen, Star-Lord hat eine Serie bekommen, was da sonst noch so alles geht. Mittlerweile sind wir schon bei der 5. Ongoing seit dieser Serie mit den Guardians of the Galaxy angelangt und das ist ein guter Grund. Es war zwar nicht alles immer das Gelbe von Ei, wie am Anfang des Videos erwähnt, es waren auch die ein oder anderen Serien dabei, die halt nur Mittelmaß gewesen sind, aber das hier ist so der überhaupt, wenn es um die Guardians of the Galaxy geht und wenn ihr Bock habt, eine diepe Sache oder die Sache überhaupt mit den Guardians of the Galaxy zu lesen, sei euch diese Serie hier ans Herz gelegt, hier kriegt ihr alles geboten, tolle Zeichnungen, tolle Storywendungen, interessante Charaktere und alles, was das Comic-Leser-Herz ein bisschen glücklicher macht, als es vor dem Lesen gewesen ist. Für mich persönlich eine der stärksten Serien aus den ganzen Sachen, die im Marvel-Bereich zwischen den Jahren 2008 bis 2018, um das mal so in 10 Jahres oder in einer Dekade abzuhaken, erschienen ist und absolutes Pflichtprogramm. Das war es dann auch tatsächlich schon für dieses Video meinerseits. Ballert doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr zu den einzelnen Serien sagt, die ich gerade in die Kamera gehalten habe und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, guckt gerne mal auf Instagram vorbei, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!
Yeah.